Jo, cheers Leute, Captain Knife hier am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wird es mal wieder Zeit für eine Messervorstellung. Und ja, das Messer, was ich euch heute vorstellen möchte, ist was ganz Besonderes. Für mich eins meiner absoluten Schönheiten, die ich bei mir in der Sammlung habe. Wirklich ein wunderschönes Teil. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe das Messer damals in München gekauft. Im Holzleute, so hieß der Laden auf jeden Fall, am Viktualienmarkt oder heißt er immer noch. Da könnt ihr auch gern mal reinschauen in den Laden. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Sachen am Start. Also wirklich schöne Custom-Messer, viele Lajol-Messer, ganz viele andere Taschenmesser. Also da gibt es von Preisen über 1000, weit über 1000 Euro bis zu 40, 50 Euro. Ist eigentlich alles dabei, was so das Messerherz begehrt. Also guckt mal in den Holzleute am Viktualienmarkt in München. Wirklich ein cooler Laden und auch sehr, sehr nettes Personal. Ja, was ich euch heute vorstellen möchte, ist ein Messer von dem tschechischen Messermacher, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil der Mann ist Kunstschmied. Der heißt Erwin Habermann. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, den Namen, weil der Mann einfach nicht ganz so viele Messer macht, sondern eher ja, also mehr Kunstschmiedearbeiten an Toren und Geländern oder auch in Richtung Figuren macht. Das Messer hier ist mir im Laden sofort aufgefallen. Also das war in der Vitrine gelegen und ja, einer schönen Show-Vitrine und das habe ich gesehen und ich dachte mir, wow. Das ist wirklich ein tolles Teil, das möchte ich haben. Wir haben hier eine ganz einfache, dünne Stecklederscheide, die wirklich sehr, sehr gut hält. Da sitzt das Messer richtig gut drin. Hier in einem dunklen Cognac-Ton, einfach vernäht, recht schlank, wie gesagt. Das passt wunderbar in die Hosentasche, das Messer. Lässt sich wirklich toll in der Hosentasche tragen, weil das wirklich nicht ganz so lang auch ist. Und das Design erinnert stark an ein Nicker-Messer, was ja auch traditionell einfach getragen wird, solche Messer. Ja, also wie gesagt, die Lederscheide toll verarbeitet, nichts Spezielles oder recht Aufwendiges, aber wirklich eine funktionale Lederscheide für die Hosentasche. Also wirklich cool. Ja, kommen wir zum Messer selber. Das ist wirklich eine absolute Schönheit, wie ich finde. Ja, ihr könnt das euch jetzt gerne mal anschauen. Das Licht ist jetzt leider hier nicht ganz so gut. Da kommen hier die Farben nicht ganz so schön rüber. Aber das Teil ist wirklich eine Augenweide, wie ich finde. Also ein richtig, richtig schönes Messer, was hier der Erwin ja, gefertigt hat. Hammermäßig, richtig geil. Wir gucken uns jetzt gleich mal den Griff an. Der ist nämlich ein riesiges Highlight, wie ich finde. Wir haben hier schöne Backen aus Kupfer, die wirklich ganz, ganz toll patiniert sind. Also richtig schön auf alt gemacht, auf used look. Die sind hier zweimal auch vernietet worden mit Kupferstiften und haben hier nochmal so schöne Fräsungen auch drin im Griffbereich oder im ja, Bolsterbereich, die wirklich auch sehr, sehr gut dazu passen zum Gesamtbild. Hier sieht man sogar noch so die kleinen Hammerschläge von den Nieten, was ich auch sehr, sehr toll finde. Also ich finde, das gibt dem Messer gleich nochmal mehr Charakter. Und das sieht einfach das Messer nochmal ein bisschen älter aus. Also ich mag ja auch sehr, sehr gern Messer, die ja, Geschichte haben, die älter sind. Und klassische Messer auf jeden Fall auch. Und das hier geht wirklich richtig schön in diese Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Was ich auch noch liebe, sind Horngriffe. Ja, hier haben wir auch noch ein Stück Horn mitverarbeitet bei dem Rest der Griffschale. Und hier fallen sofort die wunderschönen Nieten auch auf, die das Horn hier zusammenhalten. Also wow, richtig, richtig geil die Teile. Sehen hier aus wie, ja, die sind auch alle handgefeilt, vom Erwin natürlich. Und ja, hier kommt auch wieder Kupfer zum Tragen. Und wir haben hier Pins aus Bronze mit drin. Also auch wieder schön satiniert, toll eingelassen in den Griff. Und die stehen hier auch ein bisschen über. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Also richtig, richtig schön. Hammer. Also ich habe solche Nieten noch bei keinem anderen Messer gesehen. Und in der Kombination mit diesem Horn
Und auch noch mit diesem Kupferbolstern, also einfach eine Granate. Richtig, richtig geil, finde ich. Richtig der Hammer. Also ich ja, bin einfach total begeistert von diesem Messer. Ich habe das wirklich schon länger auch bei mir. Und immer wenn ich es wieder raushole, denke ich mir, boah, also das fasziniert mich einfach, dieses Teil. Richtig, richtig schön. Hammergeil. Ich hatte den Erwin auch dann mal angeschrieben. Ein sehr, sehr netter Mann. Und ja, er war schon. Ich habe natürlich auch ein Foto gemacht für Facebook und Instagram und so weiter. Und er war auch begeistert von meinem, von diesem Foto, was ich geschossen habe. Oder ich habe mehrere auch gemacht. Und hat sich riesig gefreut, dass, ja, dass dieses Messer hier in Deutschland auch gelandet ist. Oder bei mir auch gelandet ist und ich das so wertschätze. Und war ganz erstaunt, wie toll ich ihn oder wie toll ich das Teil fand und ihn so mit Lob überschütte. Weil für ihn war das jetzt nicht so was riesig Besonderes. Er hat gemeint, er hat schon öfter solche Messer auch gemacht in der Art und ich war einfach wirklich hin und weg. Richtig tolle Arbeit. Ja, was ihr natürlich sofort gesehen habt, ist diese wunderschöne Damastklinge. Das ist ein Torsionsdamast aus K720 und 8NICR11 Stahl. Also hier kommt natürlich auch wieder zwei Stähle zum Tragen und zwar einer mit einem höheren, mit einem höheren Carbongehalt, der dann hier diese schwarze Farbe beim Ätzen annimmt und einer mit einem höheren Nickel- und Chromgehalt, der dann ja diese weiße oder diese ja, silbrige Struktur beibehält. Wir haben hier auch noch die Initialen von Erwin Habermann mit drin. Und im Holzleute, in diesem Messerladen, habe ich auch gefragt, von wem ist denn das Messer? Und die Frau konnte mir nur den Namen sagen, aber wusste auch dazu leider keine Infos. Und ich musste dann wirklich, genau, wo ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich den Namen leider wieder vergessen. Und ich habe gerätselt, wie hieß denn jetzt der gute Mann? Habe dann das Foto geschossen und auch online gestellt. Und ja, da hat sich tatsächlich der Erwin dann auch gemeldet bei mir und so habe ich ihn wiedergefunden. Also wirklich richtig cool. Ja, das Messer vom Gesamtdesign her ähnelt wirklich einem Nickermesser. Wir haben hier eine wunderschöne Drop-Point-Klinge mit einem leichten Bauch. Also das ist wirklich ein Messer für, ja, für die meisten Aufgaben geeignet, gerade für die Brotzeit. Vielleicht auch mal zum Schnitzen, wenn man das möchte. Dafür gibt es aber auch andere Messer. Da ist mir das Teil eigentlich fast zu schade, weil es einfach so schön ist. Aber es ist ein wirklich richtig, richtig tolles Brotzeitenmesser. Kam schon richtig scharf. Und was mir so gut gefallen hat, auch bei diesem Messer, ich habe es ja auch rausgenommen aus der Vitrine, durfte es auch in der Hand behalten, während die Verkäuferin dabei war. Und ja, es gibt immer mal ein Problem. Ich hatte schon oft richtig coole Messer, auch von Bearing Made und keine Ahnung. Also auch Custom-Messer da, die wirklich optisch eine Bombe waren, aber praktisch einfach sich nicht gegen andere durchsetzen konnten. Das liegt auch oft bei mir an der Art und Weise, wie das Messer ausgeschliffen ist. Es gibt Messer, da ist noch richtig viel Material hier unten vor der Schneidphase. Und die Schneidphase wird dann in einem wirklich stumpfen Winkel angeschliffen. Das ist natürlich vom Vorteil, wenn man ein Messer hat, mit dem man hacken will, also für ein großes Camp Knife. Aber für ein kleineres Messer, so wie das hier, oder auch wie andere, die ich schon mal hatte in der ähnlichen Größe, ist das nicht von Vorteil, weil wir natürlich viel, viel schlechter auch schneiden können. Bei dem Teil hier, da kommt wirklich ein schöner Hohlschliff, geht hier fast bis auf Null runter. Und es hat hier eigentlich nur noch eine kleine Mikrophase dran. Und das Ding, das schneidet echt wie Hölle. Also richtig, richtig geil ausgeschliffen, richtig fein. Ich hoffe, ich kann es hier so ein bisschen einfangen. Ich habe es jetzt noch gar nicht gemessen hinter der Schneidphase, aber da ist nicht mehr viel. Also es ist wirklich super, super schön ausgeschliffen. Das bedeutet, das Messer ist wirklich sehr, sehr gut geeignet für Schneidaufgaben, gerade für feinere Schneidaufgaben. Und ja, zum Brotzeit machen, zum Tomatenschnibbeln, Zwiebeln schneiden und so weiter, weil die Klinge auch noch recht schlank ist. Jetzt muss ich gerade mal kurz meinen Meterstab rausholen. Ich habe den nämlich noch gar nicht gemessen, wie dick das Teil ist. Ja, wir haben jetzt hier 2,5 Millimeter und das finde ich cool. Also da braucht es auch wirklich gar nicht mehr für so ein Messer.
Es gibt oft so schöne kleine Messer, wo ich mir denke, oh, die sind wirklich cool vom Design her, die taugen bestimmt auch schön von der Ergonomie, also liegen gut in der Hand. Und dann sehe ich immer die Klingenstärken und da kommen so oft irgendwie 4,5 Millimeter zum Tragen, wo ich mir denke, für was braucht es diese Materialstärke bitte? Also ja klar, für ein Outdoor-Messer, wo ich 12 cm Klinge habe, da brauche ich vielleicht schon mal 4,5 Millimeter, dass ich damit Baitoning machen kann und so weiter. Aber für so ein kleines Hosentaschenmesser, wo es so viele da draußen auf dem Markt gibt, da brauche ich doch keine 4 oder 4,5 oder 3,5 Millimeter Klinge. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso das immer noch so ist, dass die Messer immer so auf brachial getrimmt werden. Ja, das tut dem Messer eigentlich nichts Gutes, weil damit lässt sich es einfach schwieriger schneiden und ja, das ist einfach auch ein bisschen Materialverschwendung. Also bräuchte man einfach nicht so viel Material für die Klinge. Dieses Damastenmuster, das zieht sich hier natürlich auf dem Rücken. Ist da hier auch noch deutlich zum Sehen und das Messer hat eine Full-Tang-Konstruktion. Und hier sieht man auch noch mal diesen wunderbaren Damast wirklich durchgängig über den ganzen Griff. Oh, und das ist wirklich, also der Hammer, das Teil. Richtig, richtig schön. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, es ist echt wirklich für mich persönlich, ich glaube sogar, das schönste Messer, das ich je besessen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wirklich noch richtig, richtig schöne andere Messer, aber ich bin von diesem Teil wirklich mehr als begeistert. Also optisch wirklich eine Granate. Nicht nur optisch eine Granate, sondern auch praktisch. Also das Ding liegt wunderbar in der Hand. Ich kann hier meine ganzen Finger kriege ich hier drauf. Kann hier auch mal, wie gesagt, mal in den Faustgriff gehen. Das ist auch gar kein Problem. Da liegen meine Finger auch noch schön drauf. Der Griff hat eine Gesamtlänge vom Bolster aus bis zum Ende von 9,5 Zentimetern und die Klinge hat auch 9,5 Zentimeter bis zur Spitze vom Bolster aus gemessen. Natürlich haben wir hier, das ist der Klinge hier geschuldet, dass wir hier so einen Cutout haben, der gleichzeitig hier auch als Fingerguard dient. Und dieser Cutout hier, der bietet natürlich erstmal Sicherheit, dass ich hier nicht so schnell abrutsche nach vorne. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auch noch die Klinge ein bisschen als Verlängerung für den Griff zu nutzen. Und deswegen passen hier auch wirklich wunderbar passen meine Finger hier drauf, meine kompletten. Das liegt wirklich ganz toll in der Hand. Also auch wenn ich jetzt mal hier zum Schneiden in diesen Fechtgriff gehe, kann ich hier hinten meinen Ringfinger auflegen, meinen Mittelfinger, meinen Zeigefinger. Der kleine Finger hängt noch hier hinten dran, das ist sehr bequem. Und habe hier schön die Bolster in der Hand und kann hier wirklich toll fein arbeiten. Also richtig, richtig cooles Design, durchdachtes Design, wunderschöne Materialien in der Zusammenstellung, ein absoluter Hammer, wie ich finde. Und auch noch die Ausführung der Klinge, auch richtig, richtig toll ausgeschliffen. Also haarfein, absolute Granate das Teil. Richtig geil. Ja, ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare auch schreiben, was ihr von dem Messer haltet. Es gibt natürlich auch Leute, die haben einen ganz anderen Messergeschmack. Verstehe ich natürlich auch, klar. Viele Leute mögen auch lieber taktische Messer, mögen Horn zum Beispiel gar nicht und auch diese komische Patina nicht. Meins ist es genau, das ist genau meins, was wäre das Messer hier, so wie es da ist. Und ja, ihr könnt mir gerne mal Rückmeldung geben, was ihr von dem Teil haltet. Und falls jemand auch an einem Messer von Erwin interessiert ist, also ich glaube, er macht ab und zu noch welche, ich kann euch gern auch mal verlinken oder über Facebook könnt ihr ihn auch suchen. Erwin Habermann heißt der Mann. Und genau, schreibt ihn mal an. Ihr müsst mit ihm auf Englisch schreiben, auf jeden Fall. Deutsch kann er nicht. Und Englisch ist auch jetzt, klar, ist jetzt auch nicht seine Muttersprache, aber das funktioniert gut, kann ich euch sagen. Auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, ich freue mich weiterhin hier über dieses wunderbare, schöne Messerchen von Erwin. Und ja, wie gesagt, lasst mir ein paar Kommentare da, schreibt mir was dazu, was ihr von dem Teil haltet. Und wir sehen uns demnächst wieder. Peace, I'm out.